Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, was? Da bin ich jetzt aber wirklich. Die Sah aus Dessau. Es schneit gerade wirklich ziemlich dolle, deswegen es schneit. Okay, ich hör jetzt auf. Ja. Ich zeige euch als erstes jetzt wieder ein Video, was ich für euch gedreht habe aus Dessau. Ich habe dazu noch eine kleine Erklärung. Denn ich habe ja den Räucherturm das vorletzte Mal so schön euch an den Mann gebracht. Und deswegen gehe ich jetzt chronologisch zurück und bringe euch heute das anhaltische Theater ein bisschen näher. Mit ein bisschen Geschichte und so. Viel Spaß, Film ab! Hi, und wie gesagt, ich zeige euch jetzt mal das Theater in Dessau. Mal anfangen tun wir von hinten, wenn man das Theater mal von hinten betrachtet. Und ja, ist eine sehr alte Architektur. Dazu erzähle ich euch nachher auch noch mehr. Also wenn ihr mal so alte Türen seht oder so, nicht wundern, dann erfahrt ihr dann nachher, warum und weshalb. Das hier ist der Bühnen-Darstellereingang. Ja, und da sieht man gleich wieder die alte Tür. Und warum, wieso, weshalb, erfahrt ihr gleich. Aber ich kann euch ja schon mal erzählen, dass das anhaltische Theater ein Mehrsporttheater mit Schauspiel, Musik, Theater, Ballett, Konzert und Puppentheater ist. Und da sieht man gleich ein Beispiel für das Musiktheater, denn der Ring der Nibelungen wird dieses Jahr komplett hier im Dessau gespielt. Es gibt im anhaltischen Theater 1100 Plätze und es hat eine der größten Drehbühnen Deutschlands. Und was ich natürlich sehr schön finde, es ist behindertengerecht mit einem Fahrstuhl an der Seite. Das hat Naumburg nicht. ja, aber ich kann mich jetzt auch nicht über das Naumburger Theater beschweren. Also erzähle ich mal weiter und da kommen wir gleich an das Theaterrestaurant, was ein sehr schönes Ambiente im Keller des Theaters hat. Finde ich sehr schön. Dort an der Seite sieht man Werbung für Carmen. Das ist eine Oper, in der ich das letzte Mal war. Und wenn man jetzt die Treppe hier hinauf geht, dann sieht man die Zufahrtsstraße, den großen Platz vorm Theater, ein Bus und den Haupteingang. Ja, der wunderschöne Haupteingang des anhaltischen Theaters hier in Dessau. Die Zufahrtsstraße finde ich sehr cool. Ja, und da hinten hängt ein Plakat für die Beckers Oper, weil die wieder aufgenommen wird. Und jetzt kommt was sehr Schlaues von mir, denn ich drehe einfach mal die Kamera, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Das ist egal. Dann auf der anderen Seite ist wieder so eine Treppe und da hinten sitzt die Verwaltung. Das, was man jetzt nur ganz kurz gesehen hat, da sieht man es nochmal. Da sitzt die Verwaltung da hinten. Und diese Treppe, die gehe ich immer lang, wenn ich zum Fitnessstudio gehe. Und nochmal die schöne Zufahrtsstraße, wo ich habe schon einige Leute gesehen, die da ausgestiegen sind, einfach mal kurz vorm Haupteingang, so. Und der große Platz vorm Theater, den ich letzte Mal schon so ein bisschen gezeigt habe. Und jetzt mache ich noch ein bisschen Werbung für das Rheingold und natürlich für Carmen. Neu inszeniert, in Szene gesetzt. Lohnt es sich anzugucken. Und es schneit schon ein bisschen, so. Jetzt erzähle ich euch noch ein bisschen was zur Geschichte, denn erbaut wurde das Anhaltische Theater 1935 bis 1938. Drinnen hinter der Bühne, das weiß ich aus eigener Erfahrung, gibt es auch noch Teile von der Technik, die im Betrieb sind, von 1938. Die erste Oper bei der Eröffnung am 29.05.38 war der Freischütz. Nach dem Bombenhagel wurde es fast vollständig zerstört. Es wurde 1949 neu eröffnet mit der Zauberflöte von Mozart. Seit 1994 heißt es Anhaltisches Theater Dessau. Und ich schwenke nochmal ein bisschen rum, dass man auch die Gegend ein bisschen sieht. Und das war's auch schon wieder von mir, vom Theater, und es schneit.
Tschüss. So, ich glaube, das war's jetzt. Da kommt nichts mehr. Ja. Also, ich kann, heute ist ja der Dienstag, ich kann euch dann gleich mal erzählen, was heute bei meinen Intensivwochen wieder war. Ich habe mir die Bilder gespart, denn es ist alles so geblieben, wie es ist. Es sind immer noch 75,4 Kilo. Und da spare ich mir die Bilder. Heute mal. Ich wollte aber auch ein schönes anderes Bild reinschneiden, was ich dann aber leider wieder gelöscht habe, weil ich mein Handy aufgeräumt habe. Ja, das war ein Bild von meiner Wohnstube. Von unserer Wohnstube. Ich krieg's nie hin. Weil der ziemlich viel Unordnung herrschte, denn mein Freund und ich, wir haben gestern eine Konfettischlacht gemacht und bevor wir ins Bett sind. Ja, es gibt auch solche Arten von Vorspiel. Nein. Nein, aber wir haben halt den Konfetti um uns geschmissen und ja, das ist dann halt ziemlich sehr weitläufig durch die Stube gegangen und deswegen sah die Stube auch heute früh noch so aus, weil ich dann müde war und so. Und ja, davon würde ich, also ich, hatte ich ein Bild und ich wollte es reinschneiden, aber es gibt nicht mehr. Ich kann euch ungefähr sagen, wie es aussah. Ein großes Schlachtfeld. So. Bei meinen Intensivwochen heute haben wir noch ein bisschen die Cholesterinwerte von uns selber einfach mal besprochen und das manche halt nicht wissen. Also ich muss ehrlich sagen, mit 22 interessiert mich das jetzt auch noch nicht so, dass ich sage, mich interessieren meine Cholesterinwerte. Ja, letztlich ist es ja wichtig, dass man die eigentlich weiß und dass man darauf auch achtet, weil, ja, weil es Herzinfarkte und Schlaganfälle auslösen kann. Und ich meine, ich habe jetzt mit 22 noch nicht das Bedürfnis, einen Herzinfarkt zu haben, aber auch dann nicht mit 76 oder so. Also deswegen, ich wollte ja sowieso nach den Intensivwochen weiter meine Ernährung so führen und nun ja, nach den Horrornachrichten werde ich das auch tun. Und ich hoffe darauf auf viel Unterstützung von meinem Freund. Ja. Ihr merkt bestimmt schon, mein Hals ist auch ein bisschen angeschlagen, aber das stört mich nicht. Weil er tut nicht weh. Ja, weiterhin haben wir besprochen, dass wir jetzt diese Woche bis zum nächsten Treffen einen Motivationstag haben. Das heißt, essen, was du willst, wann du willst. Bloß kein Alkohol. Alkohol ist immer noch verboten, aber sonst darfst du alles genießen. Ich werde mir, denke ich mal, den Samstag dafür rauspicken, weil, ja, weil es dann einfach so halt abends spät nach Hause und dann kannst du noch was essen und so. Und wir sollen das dann nächste Woche auch nochmal machen, in der darauffolgenden Woche. Und da ist ja Valentinstag und das passt ganz gut. Da kann ich dann nämlich mit meinem Freund essen gehen. Ja. Ich weiß nicht, was gerade in meinem Treppenhaus los ist. Ich glaube, da hat jemand Staub gesaugt. Im Treppenhaus. Lustige Nachbarn. Ja, also ich werde mir den Valentinstag rauspicken. Ich habe übrigens, das kann ich ja auch mal hier sagen, ich habe übrigens eine ganz tolle Idee und ich werde euch dann wahrscheinlich auch ein Bild reinschneiden in das übernächste Video. Jetzt muss ich erstmal überlegen.
Ich habe eine ganz tolle Idee. Ich werde einen Kuchen backen. In Herzform. Und dann einfach den Räufern dann drüber machen. Also, alle für die, die jetzt nicht wissen, was Räufern dann ist, das ist etwas, so was ähnliches wie so eine Marzipanschicht. Bloß es ist halt mit Zucker. Sodass der Kuchen so schön aussieht. Und da halt roten Räufern dann drumrum. Und dann noch drauf schreiben. D plus S oder so. Ja. Das wird mein Plan für den Valentinstag, der nächste Woche Samstag ist. Ich habe dafür auch ganz kitschig Luftballons gekauft und ach, all so ein Mist. Ja. Der konventionelle Valentinstag. Ja. Gut. Also vom Theater her habe ich ja jetzt nichts zu quatschen, weil wir ja, wie gesagt, Ferien haben. Und das war es auch eigentlich schon von meinen Intensivwochen, weil, wie gesagt, viel ist nicht passiert. Ich gehe weiter zum Training und versuche meine Leistung immer weiter zu steigern. Gelingt mir. Und hier schneit in Dessau. Es hat auch schon bei meinem Video geschneit, glaube ich. Ein bisschen. Ja. Ich hab dann eigentlich gar nichts weiter, aber es könnte ja auch mal ein paar Anregungen von eurer Seite geben, was ich in Dessau zeigen könnte für die Dessauer oder was außerhalb die Leute mal sehen wollen. Das Bauhaus kommt ziemlich zum Schluss, das kann ich gleich sagen, weil es ist ja nun noch nicht so. Das sieht man ja überall. Also man assoziiert Dessau Roßlau mit dem Bauhaus. Und deswegen, also. Und ich finde es jetzt nicht so berauschend. Ja. Deswegen wird es wohl ziemlich zum Schluss kommen. Also, ich kann euch sagen, eins noch, dass ich habe ja mal gesagt, ich fange dann im Eiskaffee an und bla bla. Es hat sich ja noch ein bisschen verzogen, das wisst ihr bloß nicht, weil. Ist egal. Es ist egal. Jedenfalls morgen ist mein erster wirklicher Arbeitstag und da freue ich mich drauf. Und ja, das wollte ich jetzt noch sagen, bevor ich das Video zumache. Denn das ist ja bestimmt nochmal wichtig. Und nächsten Dienstag gibt es dann das nächste Video. Nach meinen Intensivwochen natürlich. Und ich freue mich auf euch, wenn ihr auch das nächste Mal wieder schaut. Die Sa aus Dessau. Tschüssi! Es schneit, kommt an aus dem Haus.